Also. Ja. Das heißt, wir waren bei den vier Fragen erst mit. Und eben dieses vierfache Heilsmittel, dieses vierfache Heilsmittel, Entschuldigung, ist zu finden in verschiedenen Sätzen, verschiedenen Aussagen des Epikur selbst. Dafür wird sozusagen vorausgesetzt seine ganze Naturforschung, das heißt diese Theorie der Atome. Warum? Zum Beispiel bezüglich der Angst vor den Göttern wird er sagen, wir müssen die Götter in den Erscheinungen, hier werden erklärt, aber anderswo spricht er eindeutig von Furcht von den Göttern. Diejenigen, die in der Theologie, der Mythologie sprechen davon, dass wir die Götter irgendwie befürchten sollten, kennen sie nicht aus bezüglich der Struktur der Wirklichkeit. Denn die Götter eigentlich sind nichts anderes als eben Entitäten, welche auch aus Atomen bestehen, aber welche nichts mit uns zu tun haben. Nichts mit der Welt, mit der Wirklichkeit, mit dem Lebensbereich der Menschen zu tun haben. Die Götter bewohnen bestimmte Sphären, die er als Zwischenwelten benennt, eben Zwischenwelten im Sinne, dass sie etwas anderes, etwas Verschiedenes von der Welt der Menschen sind. Das heißt, es herrscht eine komplette, vollständige Gleichgültigkeit der Götter in Bezug auf die Menschen. Sie können zum Beispiel etwas hier finden. Es ist der Brief von Menikäus. Ja, gegen Ende, werde ich jetzt nicht vorlesen, denn es wäre viel zu lang. Oder, das ist ein Punkt, oder auch Elemente sind zu finden im Brief an Herodot. Leitmotiv ist immer dasselbe. Das heißt, die Götter haben mit unserer Realität nichts zu tun. Und all diejenigen, die von den Göttern sprechen, von als ob sie bösartigen Mächten wären, wissen sich, sie sind eigentlich reine Ignoranten. Sie kennen nichts über die Götter und über ihren Lebenszustand. Die sind komplett gleichgültig in Bezug auf das Schicksal der Menschen. Ja. Ja. Und das hängt damit zusammen auch, dass er, wie die erste Atomistik, die Idee befürwortet von der Abwesenheit der jedweder Vorsehung. Wobei eigentlich er bei ihm hinzukommt, dass er so auch auf Distanz gehen will zu dem Stoizismus, der mehr oder weniger in derselben Zeit, als er spekuliert, die ersten Schritte macht. Bei Stoizismus ist hingegen die Präsenz von einer Vorsehung immer ein fester Punkt. Das heißt, es gibt auch einen Kontrast zwischen Schulen, zwischen gleichzeitig sich behauptenden Schulen. Er will natürlich sich an die Erdatomistik anschließen. Er will natürlich gegen die Ideen von einer Vorsehung, welche irgendwie hervorschaut in einigen Schriften von Platon. Er will auch auf Distanz gehen zu der
Idee von der Gottheit bei Aristoteles. Das heißt, er hat sozusagen eine ganze Tradition anzukennen, zu bekämpfen, aber er will sozusagen auch als Konkurrenz gegen eine andere Schule, die mehr oder weniger an derselben Zeit geboren wird, den Stoizismus, die andere große Schule, Denkschule vom Hellenismus, sozusagen auf Distanz gehen, will auch diese Schule bekämpfen. Nicht nur sozusagen im diachronischen Sinne, sondern auch im synchronischen Sinne. Und er spricht auch von der Angst vor dem Tode. Das heißt, er sagt zum Beispiel, eben hier im Brief an Menikäus, ich werde nicht lesen, aber er ist auch hier zu finden. Der Brief an Menikäus ist eigentlich nicht so lang, kann dort gefunden werden. Grundsätzlich ist es so, alles, was unser Leben konstituiert, ist Empfindung, ist Wahrnehmung. Und was ist Tod? Tod, Tod ist Abwesenheit von Wahrnehmung. Deswegen ist Tod nicht. Im Sinne, wenn der Tod da ist, sind wir nicht mehr da und umgekehrt. Und für ihn, das ist sozusagen auch eine Befreiung von der, aus der Begierde nach Unsterblichkeit. Ob er natürlich uns überzeugt, ist eine andere Sache. Aber er will sozusagen sagen, zumindest gibt es nichts zu befürchten nach dem Tode. Sind wir da, ist der Tod nicht da. Umgekehrt ist der Tod da, sind wir nicht mehr da. Und das ist dann, das hängt natürlich zusammen, ist eng verknüpft mit seiner Theorie der Erklärung der Wirklichkeit. Als Zusammenbindung und Trennung von Atomen. Tod ist für ihn Trennung von Atomen, grundsätzlich. Ja, bitte. Nach der altgriechischen Religion hat es derzeit kein Leben nach dem Tod gegeben, keine Vorstellung davon. Bei, ja doch, das heißt, denn Homer spricht von, das heißt, einigen Denker, ja, denn Homer spricht von Strafen nach dem Tode und auch besonders Platon. Das ist auch eine Polemik gegen Platon. Im 10. Buch von Republik spricht Platon von bestimmt von der Theorie der Wiedergeburt, der Wiedereinfleischung der Seele unter anderem, aber spricht auch von bestimmten Strafen oder Prämien, die nach dem Tode je nach dem Verhaltens, der Verhaltensweise während des Lebens uns betreffen sollten. Aber für Epikur ist alles zu Ende. Für Epikur ist alles zu Ende, ja. Und grundsätzlich wird der, will er, hat er das Ziel, dass der Mensch aus der Angst vor dem, was nach dem Tod folgen kann, befreit wird. Das heißt, eventuell von Strafen oder. Dann gibt es auch als ein weiteres Befreiungsfeld die Befreiung aus dem Schmerzen. Und ihr wird er sagen, der Schmerz ist nicht etwas, an sich zu befürchten, denn, wobei natürlich das alles bestreitbar ist, alles andere als umstritten, aber er ist der Meinung, ist der Schmerz viel zu stark, dann eliminiert den Mensch selbst. Oder wenn der Schmerz nicht so stark ist, dann wird er ertragbar. So will er dieses Problem lösen. Das ist zu finden in den Lehrsätzen, in einem von den Lehrsätzen in anderen Schriften. Hauptentscheidende Lehrsätzen. Ich dann bezüglich des vierten Punktes, das was vielleicht uns historisch gesehen am meisten interessieren kann. Denn wie ich am Anfang kurz gesagt habe, unter Epikur hat sozusagen eine Diffamierung geherrscht. Epikureismus als
der Geschichte, in die Geschichte aufgegangen ist, eine Art von Befürwortung von jeder Art von Schwelgerei. Das ist völlig frei mit dem Gedanken von Epikur. Denn Epikur analysiert die Begierden und sagt, elaboriert, er arbeitet eine Theorie, welche eigentlich in die gesetzliche Richtung geht. Er sagt, es gibt Begierde, so sage, die uns, die wir von uns entfernen sollen, denn diese Begierden würde uns hier zur Unlust führen. Und praktisch alle Begierde sind diese, alle praktisch alle Wünsche und alle Lüste gehören zu dieser Kategorie. Er rettet praktisch nur als gute Begierde alles, was uns von weiteren Schmerzen befreien kann. Das heißt, er sagt praktisch, wir haben, das ist in Lehrsätzen zu finden oder auch in Brief an Menikäus. Er sagt, wir haben grundsätzlich nur drei Begierden, die wir unbedingt befolgen müssen, um das Glück zu finden, um die Seelenruhe finden zu können. Das heißt, die Befriedigung von der Durst, von der Hunger und den Schutz vor der Kälte. Das sind für ihn die drei Bedürfnisse, die wir nicht entbehren können. Alles andere sei etwas, das er beginnt mit Suspekt, mit Verdacht zu sehen. Denn alles andere würde hierher zu einer weiteren Spannung der Seele bringen. Das hängt mit weiteren Elementen zusammen, das heißt mit seiner eigenen Definition von Glück oder von Seelenruhe oder von Lust. Das ist in gewissem Maße zu finden, zum Beispiel im Brief an Menikäus, in diesem Gegenende, nach der Mitte, Gegenende des Briefes. Er bietet an eine bestimmte Definition von Lust oder von Glück. Das heißt, er sagt, Lust sei Unerschütterlichkeit der Seele oder Seelenruhe. Auf Altgriechisch sagt er so etwas wie Ataraxie, das heißt eben die Unerschütterlichkeit. Das ist für ihn das Glück. Das heißt nicht, dass zum Beispiel das Erfüllen von, das Erreichen von immer wieder aufkommenden Lust nach Begierden und nach Erfüllung von diesen Begierden, denn das würde hier zu einem Zustand von Seelenunruhe bringen. Sondern eben will er die Seele befreien von allen Begierden, von allen Trieben, welche genau diese Ataraxie, diese Unerschütterlichkeit der Seele, welche für ihn dasselbe als das Glück ist, bedrohen würden. Und deswegen sagt er sogar, eigentlich bedürfen wir nur Wasser und Brot. Denn der sagt eigentlich, wenn man Hunger hat, sind Wasser und Brot sogar befriedigender als das größte Mahl und so weiter und so weiter. Im Sinne, das Glück besteht eigentlich in der Entfernung von Schmerzen. Und deswegen, das Glück ist grundsätzlich Befriedigung von den primären Bedürfnissen. Und Entfernung von allen Begierden, welche die Seele in Ruhe bedrohen könnten, gefährden könnten. Das heißt, das Glück für ihn besteht eigentlich darin, dass man nur diejenigen Ziele sich versetzt, welche mit einer relativen Leichtigkeit zu erfüllen sind. Viel zu viele Ziele zu haben, würde Seelenruhe repräsentieren. Denn zu viele Begierden, zu viele Ziele würden
notwendigerweise nicht erreichbar sein. Aber wenn man nur auf die notwendigen Bedürfnisse sich limitiert, auf die Befriedigung von diesen Bedürfnissen, dann ist das Glück eher leicht zu finden. Deswegen spricht er nur von diesen Grundbedürfnissen, Grundwünschen sozusagen, Grundproblemen, Durst, Hunger und Schutz vor der Kälte. Alles andere ist etwas, das er sozusagen mit Verdacht sieht, denn alles andere bedroht hier die Seelenruhe, statt sie zu bestätigen, statt die Seelenruhe zu befördern. So ist das praktisch, um zusammenzufassen seine Gedankenweise, dass das Glück ist für ihn oder dasselbe als Unerschütterlichkeit der Seele. Das heißt, Abwesenheit von Schmerzen. Lust sei Abwesenheit von Schmerzen. Und Abwesenheit von Schmerzen heißt Befreiung von eben von Schmerzen und von dem, was Schmerzen produziert. Deswegen Befreiung aus Todesangst, aus Gottesangst, aus Schmerzenangst und aus all denjenigen Faktoren, welche die Seelenruhe bedrohen, wie eben die Suche nach immer wieder aufkommenden Begierden und Erfüllung von Begierden. Das ist für ihn der Weg zum Glück. Ich sehe, dass ich mir gewöhnte Zeit praktisch überholt habe. Aber das ist sozusagen der Kern der Philosophie des Epikurs. Und Sie werden eben, ich glaube, diesen Kern in diese Schriften, die ich verteilt habe, bestätigt sehen. Ich habe nicht so viel lesen können, aber besonders im Brief von Menikäus und in einigen von den entscheidenden Lehrsätzen und einigen Weisungen werden Sie eben das alles bestätigt finden. Ich natürlich bleibe zur Verfügung, das heißt für alle Fragen. Ich glaube, weiß nicht, wann wir vertrieben werden, aber ich stehe sowieso zur Verfügung. Ich habe jetzt abgeschlossen, denn will Sie nicht aufhalten, aber ich stehe zur Verfügung für allerlei Fragen und Erklärungen und Auslegungswünsche. Ich verstehe, dass diese Idee vom Glück als Seelenruhe als Unerschütterlichkeit eben der Seele und dann dementsprechend Programm zur Limitierung der Wünsche irgendwie zuerst verwirrend sein könnte. Das heißt, das Glück sei hier etwas im Negativen definierbar als im Positiven. Und das ist was aber auch irgendwie das Neue bei Epikur, das Interessanteste meiner Meinung nach bei Epikur darstellt. Seine Theorie der Atome ist nicht so Neues. Neu ist die Art und Weise, wie er diese Theorie sich zu eigen macht, um ethische Prinzipien zu begründen. Und aber auch diese Theorie der Seelenruhe ist umso bezeichnender und umso überraschender, wenn man diese Theorie zum Beispiel mit der Theorie des Glücks bei Aristoteles vergleicht. Dann ja wirklich sind Welten, denn Aristoteles immer insistiert, das Glück bestünde in einem verständigen Leben, das heißt in einer Ausübung der Fakultäten des Lebens nach den Tugenden. Das heißt, bei Aristoteles scheint hier die Auffassung zu dominieren, dass das Glück fast in einer Art und Weise des Expansion des Individuums bestehen würde. Das heißt, das Individuum soll
seine eigenen Qualitäten zur Entfaltung bringen. Und praktisch, je mehr er macht in diesen Tugenden, natürlich praktisch spricht er von Tugenden, von Großzügigkeit, auch von Freundschaft und so weiter, je mehr er das macht, je mehr er sich dem Glück annähert. Während bei Epikur vielleicht könnte man sagen, hier ein pessimistischer Ansatz dominiert. Das heißt, das Glück besteht darin, dass ich mir selbst nicht viel zu viele Ziele versetze, denn viel zu viele Ziele heißt auch Niederlagen. Bei Aristoteles ist hingegen anderes, das heißt, bei Aristoteles muss ich mich sozusagen verwenden. Es ist eine Aktivität in der Handlung, in der Gemeinschaft sozusagen erfordert wird, auf das ich glücklich sein bin. Das heißt, wenn das Leben nicht vollständig vervollständigt wird, das heißt, wenn ich meine Fähigkeiten nicht zur Entfaltung bringe, dann bin ich zum Unglück verdammt, verurteilt. Und er dehnt das alles auch in seine Ethiken, und es gibt viele Tugenden, unter anderem auch natürlich ethische, aber auch intellektuelle Tugenden. Das scheint aber Wesen bei Epikur. Epikur scheint sozusagen fast ein Zurückkrebsen von der Wirklichkeit vorzuschlagen. Und klingt mehr pessimistischer als Aristoteles. Und vielleicht hat das auch zu tun auch mit der verschiedenen Epochen, ohne Zweifel. Denn, würde ich sagen, um das abzuschließen, alle drei Hauptdenkbewegungen vom Hellenismus, eben Epikureismus, aber Stoizismus und Skeptizismus haben auch mit verschiedenen Standpunkten, wie gesagt, die Stoiker glauben an eine Vorsehung und an eine Vernunft, an einen Philanismus, das sind völlig verschieden in den Hauptlehrsätzen. Aber die Tendenz liegt immer darin zu sagen, das Individuum soll auf viele Bereiche des Lebens verzichten, diese Bereiche würden ihn sowieso Schäden anrichten. Und scheinen sozusagen hierher nicht, zum Beispiel wie bei Aristoteles, wie komme ich zur Entfaltung meiner Fähigkeiten vorzuschlagen, sondern hierher, wie kann ich mich in diese Zustände adaptieren. Das heißt, die Zustände sind nicht zu verändern, ich muss sowieso mich anpassen. Die Rezepte sind verschieden, von den Stoikern, von den Skeptikern und von den Epikureern. Ja, sind verschieden, aber der konstante Wert ist die Anpassung irgendwie. Ja, bitte. Ja. Ja, ohne Zweifel hat Aristoteles, dann auch Thomas, das heißt durch Aristoteles, auch durch Thomas von Aquin dominiert, eben wie bis zur wissenschaftlichen Revolution. Dann, was die Physik angeht, er ist sowieso, das heißt, als der Feind angesehen worden. Was die Ethik angeht, würde ich sagen, er hat trotzdem auch dominiert. Das heißt, sein Einfluss ist stärker gewesen als der Einfluss der Epikureer, weil eben die Epikureer immer wieder, besonders die Epikureer, immer wieder unter der Diffamierung von Schwelgereien befürworten gefallen sind. Das heißt, im Christentum sind die Epikureer wirklich wie eben der Gegenpol angesehen worden.
obwohl sie eigentlich, das heißt Epikur, spricht nicht für Spielgeist, sondern im Gegenteil scheint er eher fast eine Mollenkratitude zu vorzuschlagen. Nur Brot und Wasser und das andere ist, sagt sogar in einem Brief, bringt mir ein bisschen Käse oder so, dass ich dieses große Mahl mir leisten könnte, das heißt kann, das heißt allein. Käse ist ein luxuriöses Gut. Aber im Christentum sind wirklich die Epikuräer immer mit Verdacht angesehen werden. Das ist zum Beispiel, vor kurzer Zeit habe ich gelesen, dass in einem völlig verschiedenen Bereich Luther, wenn er mit Erasmus in Streit kommt, beleidigt ihn als ein Epikuräer. Das heißt, also, du bist Epikuräer, deswegen du bist der Abschaum der Menschheit. Das heißt, er war wirklich eine Beleidigung als Epikuräer. Und muss sagen, es ist vielleicht auch kein Zufall, dass der vielleicht bedeutendste Text in Gedichte von einem Epikuräer, das heißt von Lukrez, in Rom, in alter Rom, verloren gegangen ist und nur in der Renaissance, im Humanismus, wieder entdeckt worden ist. Er wurde komplett ignoriert. Vielleicht nicht zufälligerweise. Das heißt, die Denkweise war so gerichtet gegen die Epikuräer, die auch das Poem über die Natur von Lukrez, obwohl es Testimonien existierten über dessen Existenz, völlig verschwunden war, ich glaube nur 1418 wiederentdeckt wurde in einem Münster, in einem Kloster in der Schweiz, ich glaube, neben St. Gallen. So groß war die Abneigung gegen die Epikuräer, diejenigen, die das Gedicht studierten und Lukrez als erwähnt gefunden haben, denn die haben ohne Zweifel Lukrez zumindest als die Existenz von diesem Dichter gewusst, aber eigentlich die haben niemals den Versuch unternommen, Lukrez wiederzufinden. Das heißt, es wäre wirklich etwas, von dem eigentlich man nicht sprechen dürfte. Sogar nicht sprechen dürfte. Entweder Beleidigung oder wirklich totales Schweigen über die Epikuräer. Dann mit dem Renaissance werden sie entdeckt, wieder entdeckt. Weil sie. Ja. Ja. Als später dann auch. Dass der Mensch sich selbst bestimmen kann. Weil ja, Verantwortlichkeit eben nicht nach dem Tod, nach der Belohnung, sondern im Hier und Jetzt. Ich glaube, er hat ja auch gesehen, dass es den Menschen vielleicht nicht so gut geht. Nicht? Auch weil zum Beispiel die Stoiker konnten sowieso benutzt werden, die glauben an eine Vorsehung, an eine Vernunft, welche sozusagen die Wirklichkeit dominiert, die sind sowieso benutzbar. Aber er glaubt, kein Finalismus, keine Vorsehung, die Götter sind gleichgültig, sogar, das heißt, er ist sogar gefährlicher als ein Atheist. Ein Atheist würde einfach sagen, sie existieren nicht. Er sagt, die existieren, aber sind gleichgültig. Sogar, er ist in diesem Sinne sogar gefährlicher. War sogar gefährlicher. Und, ich habe zum Beispiel von Seneca das gelesen. Ja. Das erinnert mich aber auch an. Es gibt viele gemeinsame Punkte bezüglich der Lebensattitüde, wobei aber Seneca unter Stoizismus steht, aber vieles bezüglich der Ergebnisse, bezüglich der Lebensweise, ist den Stoikern und den Epikuräern gemeinsam in diesem Sinne. Denn, ohne Zweifel gibt es vieles und Seneca, obwohl er ein Stoiker ist, scheint auch in seinen Schriften nicht so eine große Abneigung gegen Epikur gehabt zu haben. Es gibt ohne Zweifel Gemeinsamkeit. Das heißt, wenn man so Seneca liest, könnte glauben, er sei ein Epikuräer und umgekehrt, wenn man Epikur liest, könnte sagen, er sei Schriften von Stoikern.
den Bezüge der Lebensweise, des Sich-Limitierens, haben viele Gemeinsamkeiten. Ja, ohne Zweifel. Ja, ja, stimmt. Stimmt, ja. Ja. Wobei eigentlich dann Seneca, wie die Stoiker die Idee von der vom Determinismus sich zu eigen macht und von der die Idee vom Weisen, von der weisen Person, die sich sozusagen an die im Voraus bestimmten Dinge sich anpassen muss, denn diese, das alles, was passiert, ist sozusagen von einer Vorsehung, welche die Vernunft selbst der Welt ist, von dieser Vorsehung hervorkommt. Und in diesem Sinne sind aber die Weichen ab von den Epikureern. Aber gibt es auch viele Gemeinsamkeiten. Das heißt, ohne Zweifel viele Sätze, wenn man nicht wusste, könnten ebenfalls von Epikureern und umgekehrt verfasst worden sein. Ja, stimmt völlig. Ja, ich weiß nicht, ob es Fragen gibt. Ich stehe da, sonst können wir abschließen. Das Einzige, das ich erinnern muss, ist, ob Sie diese Bewertungsbögen unten im Sekretariat lassen können. Das ist mir empfohlen, dringend empfohlen worden vom Sekretariat. Sonst ich natürlich danke Ihnen herzlich für Ihre Aufmerksamkeit, natürlich für die Fragen und für die Teilnahme. Danke sehr und danke.